Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Scouting the NFL Serie. Wir haben die 24. Challenge der Scouting NFL Team Defense Reihen zu spielen. Und es geht diesmal gegen die Defense, wow, der Chicago Bears. Danny Trevathan was a big reason the Bears defense was top notch this year. He recorded 102 tackles, 2 interceptions and 8 tackles for loss throughout the season. Down 10-9 in the third quarter, come back and win the game. Ja, die Defense der Chicago Bears. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich an die Defense der Chicago Bears denke, muss ich erstmal an einen anderen Spieler denken, nämlich an Khalil Mack, der ja von den Raiders zu den Bears in der Offseason vergangenes Jahr getradet wurde und die komplette Defense der Chicago Bears auf ein anderes Level, auf ein höheres Niveau gebracht hat. Der Typ, der ist eine echte Naturgewalt. Also Aaron Donald wird immer wieder zum Defense Player of the Year gewählt, aber KED Mac spielt da in der gleichen Liga wie er. Also die beiden müssen sich eigentlich diese beiden Preise teilen, so gut wie diese beiden Defense Line Player sind. Das ist schon eine echt große Nummer. Ich bin froh, dass meine Cowboys nicht gegen Chicago ran mussten, ehrlich gesagt. Der Vorspann. So, da sind wir im Soldier Field. Jalen Smith, Keyshawn Johnson, Everson Walls auf Seiten meiner Cowboys. Khalil Mack, Rockon Smith, Danny Trevathan. Da ist der wunderbare Khalil Mack gerade gewesen. Also, wir haben einen zweiten Versuch und 10 an der eigenen 25-Yard-Linie. Wir liegen mit einem Punkt hinten. 1,25 sind noch zu spielen im dritten Quarter. Wir haben noch drei Auszeiten. Die Bears, derer keine mehr. Wir versuchen erstmal ein bisschen übers Passspiel zu machen. Drive-Through-Corner, damit starten wir. Das heißt, Amari Cooper kommt von der rechten Seite, geht in Motion. Jarvin und Sharp, meine weiteren Anspielstationen. Da kommt ein Blitz direkt mal von der linken Seite. Das heißt, ich werde den Ball relativ schnell loswerden müssen. Los geht's. Aber der Blitz gut aufgenommen. Amari Cooper immer noch nicht am Boden. Jetzt haben sie ihn. Der Ball ist an der 31-Yard-Linie. Heißt, wir haben einen dritten Versuch und 4. Bam, bam, bam. Ich nehme den Drive. Ich schaue, was Keyshawn Johnson auf der linken Seite macht. Aber der Free Safety ist weit rausgedrückt. Das kann ich wohl ziemlich vergessen, außer der geht nach innen. Amari Cooper ist meine andere Anspielstation. Los geht's. Und der Safety zieht nach innen. Und dadurch ist Keyshawn Johnson frei. Und der fängt das Ding und ist in der Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. Und hat man wieder wunderbar gesehen. Bewegt sich da ein Free Safety nach innen. Und der Wide Receiver hat ein 1 gegen 1 gegen einen Cornerback. Gewinnt der Wide Receiver das Duell fast immer. Keyshawn Johnson und Amari Cooper auf der Slantroute. Sharp, meine Sicherungsoption bei dieser Two-Point-Conversion, damit wir 7 Punkte Vorsprung hier aufs Scoreboard bringen können. Wir gehen auf unseren Tight End und der ist in der Endzone. Die Two-Point-Conversion ist gut. Wir führen mit 17-10 gegen Nagy und die Chicago Bears. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Bears und wird... Nein, kein Return. Der Returner entscheidet sich aufs Knie zu gehen. Das heißt, es gibt ein Touchback. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie für Mitch Trubisky und die Offense der Chicago Bears. So, Edge Sting. Wir versuchen direkt einmal zu blitzen. So, erster und 10 an der 25. Laufspiel. Und da kann er Sean Lee als Tackler aber mal komplett abschütteln. Zweiter Versuch und 8. Wir nähern uns schon dem Ende des dritten Quarters. Und wieder ein Lauf durch die Mitte. Das sind riesen Lücken. Fast das neue First Down. Dritter und 2. Und damit endet auch das dritte Viertel.
Es geht also ins Schlussviertel hinein. Die Bears müssen einen Touchdown aufholen. Und wir wollen das natürlich verhindern. Erstmal jetzt einen dritten und zwei. Bis jetzt haben die Bears ja sehr erfolgreiches Laufspiel gezeigt. Ich bin mal gespannt, ob sie dabei jetzt auch bleiben bei diesem dritten und kritisch. Ja, das tun sie. Aber diesmal geht es in die Hose. Jalen Smith kommt durch, bringt Howard weit hinter der Line of Scrimmage zu Fall. Wir haben einen vierten und drei und die Bears entscheiden sich zu punten. Vertrauen also ihrer Defense. Der Kick geht bis an die 18-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf. Der Return über die linke Seite. Sanders immer noch auf den Beinen. Allein gegen die Chicago Bears Special Team, so sieht es aus. Kommt bis an die 47-Yard-Linie, also bis fast an die Mittellinie heran. Erster Versuch und 10 für die Cowboys mit 4 Minuten 21 noch auf der Uhr. Erster Versuch heißt, wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. Schauen wir mal, was wir da bekommen. Ich glaube mal beim Blitz, beim Passspiel Cowboys Slot Under. Keyshawn Johnson wird meine Hauptanspielstation sein. Ich schau mal, was Amari Cooper macht. Terrell Owens auf der linken Seite dürfte eigentlich keine Option sein. Dürfte, ist er aber, denn er kann sich lösen. Der Ball geht in die Endzone und das ist der Touchdown für die Cowboys. Das nächste lange Ding. Auch hier wieder der Strong Safety, was in dem Fall nach innen gezogen ist, eine dankbare Geschichte für meine Wide Receiver. Und schon steht es 24 zu 10. Ja, wenn man denkt, als wir die Challenge angefangen haben, lagen die Bears noch in Führung. Und das waren jetzt 15 unanswered points. Jetzt muss sich Chicago echt was einfallen lassen. Der Kick geht wieder bis in die Endzone. Oh, Probleme beim Aufnehmen des Balles und jetzt gehen sie aufs Knie. Einziges richtige Entscheidung. Touchback. Erster und 10 wieder an der 25-Yard-Linie. So, erster und 10. Vollständiger Pass von Trubisky. Ball ist an der 35-Yard-Linie. Noch kein neues First Down. Sind noch ein paar Zentimeterchen, die da fehlen. Wir blitzen mit beiden Safeties. Also Xavier Woods und Jeff Heath kommen beide nach vorne, rücken auch schon ein. Ich versuche den rechten Tackle aus dem Weg zu blocken. Ui, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich so durchkam. Da war kein rechter Tackle mehr. Sean Lee mit dem Tackle, aber natürlich ein neues First Down für die Chicago Bears an der 37-Yard-Linie jetzt. Aber die müssen sich beeilen. Die haben ja keine Auszeiten mehr. Und da läuft die Uhr jetzt natürlich gegen sie. Erster und 10. Wieder Versuch eines Laufspiels. Howard aber schon in der Mitte gestoppt. Zweiter Versuch und 11. So, wir blitzen mit den Linebackern. Zweiter Versuch und 11 an der 35. Howard geht in Motion. Viel Druck. Und das ist eine Incompletion von Trubisky. Wir haben jetzt einen dritten Versuch und 11. Das wird jetzt aber mal richtig schwer für Chicago. Aber Trubisky bringt den Ball an. Das ist aber kein First Down. Woods mit einem starken Open Field Tackle. Vierter Versuch und 6. Wir nähern uns bereits dem Two-Minute Warning. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie den Snap noch vorher ausführen. Trubisky sucht eine Anspielstation und findet einen Wide Receiver. Das gibt's ja gar nicht. Wahnsinns-Catch. Hätte ich nicht drauf getippt. Aber die Bears holen einen neuen First Down, sind damit über der Mittellinie. Erster Versuch um 10 an der 38 schon. Das war wirklich mal ein richtig starkes Play hier von Trubisky. Erster und 10. Oh, schwacher. Der war hingegen wieder katastrophal geworfen. Licht und Schatten. Und auch das spielt ja so ein bisschen die vergangene NFL-Saison von Trubisky wieder. Der muss noch, er ist ein guter Quarterback, und der muss noch konstanter in seinen Leistungen bleiben. Werden. Bleiben wir ja gut. Die Bears marschieren hier. Sind schon an der 25-Yard-Linie.
haben einen neuen ersten Versuch und 10. Da ist Xavier Woods aber mal so überhaupt nicht in der Lage, einen Tackle zu setzen. Erster und 10 an der 13-Yard-Linie. Aber wirklich ganz starkes Spiel, was hier gerade die Bears in der Offense zeigen. Die haben sich noch nicht aufgegeben. Knallharter Sack von DeMarcus Lawrence. Zweiter Versuch und 5. Das kostet jetzt natürlich Zeit. Wir sind schon bei unter 1,20 Restspielzeit. Sanders, ja, schafft den Tackle. Trotz alledem ist es jetzt ein dritter und 3. Ball ist an der 6-Yard-Linie. Die Bears müssen eigentlich jetzt in die Endzone. Vierter Versuch und 3. Ball an der 6. So, wir blitzen wieder. Ich habe mir gerade mal angeschaut, wo unser Blockweg ist. Und der ist intercepted. Deion Sanders. Und ja, andere Spieler hätten sich zu Boden bringen lassen, nicht so Deion. Dadurch haben wir jetzt keinen Touchback, sondern haben einen ersten Versuch und 10 an der eigenen 7-Yard-Linie. Aber das Ding ist natürlich jetzt im Sack. So, im strittigen Bereich eindeutig die Prämisse, den Ball am Boden zu halten, übers Laufspiel, über Eddie George. Und das machen wir. Geht jetzt über die rechte Seite. Und Eddie George immer noch quer zusammen am Boden. Kommt 3 Yards weit nach vorne. Heißt, wir haben einen zweiten Versuch und 7. Nehmen wir den Play-Action-Fake-Quick. Die Bears rechnen jetzt natürlich mit einem Laufspiel. Sieht man auch schon an der Defense-Aufstellung. Wenn wir Glück haben, ist Amaya Cooper gleich ziemlich alleine. Da kommt sogar noch ein Blitz. Und Amaya Cooper ist ziemlich alleine. Musste sich stark nach innen drehen, weil er sonst ins Ausgegangen wäre. Aber schönes Play. Ball ist an der 30-Yard-Linie. So, jetzt sind wir schon mal unter 10 Sekunden. Das heißt, es wird jetzt hier gleich der letzte Snap im Spiel sein. Eddie George bekommt von uns noch einmal das Bällchen in die Hand gedrückt. Läuft über die Mitte. Und wir schlagen die Chicago Bears 24-10. Haben also keine Punkte mit unserer Defense zugelassen und gleichzeitig der Defense der Bears 15 Punkte eingeschenkt. Läuft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.